Hallo, meine Lieben. Wieder bin ich da. Ja, eben noch mit Babycraft und jetzt schon wieder mit einem Haul. Und zwar, bei mir ist ein bisschen was angekommen in letzter Zeit. Oh Wunder, oh Wunder. Von AliExpress ist tatsächlich mal ein ganzer Schwung angekommen. Ich habe von AliExpress ein paar Sachen bekommen und auch von eBay, auf der eBay.com-Seite wieder. Diesmal ein bisschen was anderes. Hier sind hauptsächlich wieder ein paar Steine und ein bisschen was anderes. Und ja, und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und fange deshalb jetzt gleich mal zügig an. Und zwar habe ich hier wieder so einen schönen Stein bekommen und ja, den finden ja viele von euch super schön. Passt auch mein super Draht, mein neuer Draht dazu. Ich bin so glücklich gerade. Und jetzt habe ich auch noch 2 Wochen Urlaub. Also besser kann es gar nicht laufen. Dann habe ich hier so einen kleinen, ja, Bär, Schwein. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Das. Dann habe ich hier 2 von denen. Eignen sich auch wieder wunderbar für Ohrringe. Wunderschön sind die einfach nur. Dann habe ich hier von diesen Fröschen 2. Was das jetzt genau ist, kann ich euch nicht sagen. Da muss ich wieder an meine Liste gucken. Ich habe das ja immer alles schön ausgedruckt. Der ist auch wunderschön. So türkis ja überhaupt. Finde ich total schön, die Steine. So, dann habe ich hier einen Schlüssel, einen kleinen Schlüssel aus Tigerauge. Dann habe ich hier so, ja, kleine Fische, Hämatitfische. Dann habe ich hier noch so eins mal, also so rum gehört's. Kann das auch mal versuchen, hier rauszuholen. Diese Tüten sind ja auch nicht das Beste, ne? Die reflektieren dermaßen. Das ist echt unglaublich. Ja, so ist das natürlich schon einiges besser aus. Der hübsch. Der sieht einfach nur toll aus. Und dann mit diesem Goldsprenkeln dazwischen. Echt wunderschön. Oder Bronze. Oh, ich bin so, ich liebe diese Steine, ja, ne? Oh, ich weiß aber nicht mehr wohin. Mein Tisch, ich habe so einen Tisch mit so einem Fach, wo man in der Mitte mit so einem Glasfach und so einer Schublade, da kann man das alles wunderschön dekorieren. Und ja, wenn ich den leer geräumt habe, den Glastisch, momentan steht da Kaffeebecher und Kerze und sowas drauf. Und ja, dann kann ich euch das gerne mal zeigen. Der ist voll mit Steinen, komplett voll. Und dann habe ich hier noch so Schildkröten diesmal. Also das ist einfach nur normales Metall, gefärbtes. Aber ich fand die so toll. Ich finde die so hübsch, diese Schildkröten einfach nur. Und davon werde ich mir natürlich Ohrringe machen. Also es sind 2 Stück. Und davon werde ich natürlich Ohrringe machen. Also ganz klarer Fall. Die sind so schön. Moment, ich packe das hier gleich mal wieder in den Umschlag rein. Weil sonst suche ich mir nachher echten Wolf hier, weil es kommt doch einiges. Es ist tatsächlich mal ein bisschen was gekommen. So, dann habe ich hauptsächlich auf der eBay.com-Seite nach einer Brosche gesucht, nach einer Igelbrosche, weil ich die als Geschenk brauchte. Und ja, ein Geburtstagsgeschenk. Die Dame steht auf Igel und da habe ich auch eine Brosche gefunden. Und der Händler also hat auch noch viele, viele Ketten in der gleichen Art. Und die Igelkette und auch die Brosche ist schon verschenkt. Aber dennoch habe ich immer noch ein paar andere Sachen. Und ich hoffe, ich muss das jetzt nicht auspacken, dass man das so sehen kann. Und zwar ist das einmal dieser Weihnachtsmann. Und zwar sind das Ketten von Betsy Johnson, falls euch das was sagt. Also im TK Maxx gibt es ganz oft so ganz quietschbunte oder ganz auffällige Handtaschen von ihr. Und die hat auch so ganz, ganz auffälligen Schmuck. Und ja, hauptsächlich benutze ich die Ketten sehr gerne, weil die wirklich sehr stabil sind. Und ja, mit den Anhängern weiß ich noch nicht,
was ich da direkt mache. Aber falls einer jetzt sagt, er möchte eine Kette haben, unbedingt oder so. Ich bin auch nicht ganz abgeneigt. Ich habe halt nur wegen der Versandkosten ein bisschen mehr zugeschlagen, weil sie einfach schön sind, sagen wir mal so. Aber ich bin auch nicht ganz abgeneigt, die ein oder andere abzugeben. Also falls jetzt von diesen, wie viel haben wir? 7 Ketten euch eine gefällt, schreibt mich gerne an und dann bin ich auch gerne bereit, diese abzugeben. Also wie gesagt, das ist dieser Weihnachtsmann. Dann habe ich, hier ist auch nochmal das Logo von Betsy Johnson. Das erkennen vielleicht auch einige eher am Logo. Dann, ja, das ist jetzt ja auch doof. Auf jeden Fall ist es ein Lebkuchenmännchen. Also, ihr seht es ja, ne? Ich hole es raus. Es ist egal, ich hole es raus. Und so sieht dieses Lebkuchenmännchen aus. Total schön. Und die Ketten sind wirklich, upsala, super stabil. Und ja, ich habe davon noch einige rumliegen. Und ehrlich gesagt wusste ich immer nicht, ja, was ich damit genau machen soll. Ich wollte sie auch zum Basteln haben, aber irgendwie fällt mir momentan nichts Kreatives dazu ein. Also falls Interesse besteht, ich habe davon noch mehrere, dann zeige ich die auch gerne nochmal. Also dann kommentiert das doch einfach unter dem Video, dass ihr die Betsy Johnson Ketten sehen wollt und dann mache ich das natürlich gerne. Ich habe davon etliche, bestimmt noch 10, 15 Stück irgendwie rumliegen, schätzungsweise, ich weiß es nicht genau. So, dann habe ich hier so eine Meerjungfrauen-Kitty. Auch die mache ich mal kurz auf, wenn ich die Öffnung hier finde, weil auch die ja, kann man kaum erkennen mit dem ganzen Gedöns da dran. Und das ist hier diese Meerjungfrauen-Kitty. Na. So. Da oben mit einer Blume. Und eine Kitty als Meerjungfrau. Auch wirklich, die sind so schön, die Ketten. Die sind auch wirklich stabil. Sie sind auch wirklich nicht leicht. Also es ist, sie sind schon, wiegen schon einiges. Dann habe ich hier, ich glaube, den kann ich drin lassen, einen Tannenbaum. Auch richtig, richtig schön. Vielleicht trage ich ja auch mal eine selber dann zu Weihnachten. Hier ist so eine Igelkette, die ist in rosa, der Igel. Und zwar das gleiche, was hier rosa Steinchen sind. Oder was hier rosa ist, hatte ich nochmal mit schwarz. Und die habe ich gestern verschenkt. Und der ist, ich finde den einfach nur schön. Der ist einfach nur wirklich, oh, die sind einfach wunderschön. Die haben so viel ausgefallene Motive, das ist unglaublich. Klar, der Versand dauert auch wieder ein bisschen länger, weil es halt auch aus China kommt. Aber sie sind einfach. Es gibt da eigentlich nichts, was es nicht gibt. Würde ich mal so behaupten. So, das war der Igel. Dann habe ich noch so ein Einhorn. Auch das hole ich kurz mal ein Stück raus. Also nur damit ihr mal seht, ne, die Kette, es ist eine wunderschöne lange Kette. Und das ist das Einhorn. Also das ist jetzt auch was, das ja, würde ich auch abgeben, weil ja, das ist jetzt irgendwie nicht so meins. Ich mag zwar Einhörner, aber das ist irgendwie ja, nicht so ganz meins. Gold ist sowieso immer so eine Sache. Und dann habe ich noch absoluter Kracher. Ich glaube, die kann ich auch drin lassen. Diese Fledermaus. Die ist auch einfach nur schön. Genau. Wunderschön, diese Kette. So, das war von eBay. Also eBay.com wieder. Und dann widmen wir uns jetzt langsam AliExpress. Und zwar sind mal Sticker angekommen. Ich habe mich gewundert, es sind Sticker angekommen. Und zwar sind das diese hier. Also ich hole die jetzt nicht raus, weil die sind nämlich zugeschweißt. Ach nee, da oben sind sie offen, glaube ich. Ja gut, dann kann ich sie ja mal rausholen. Ein paar zumindest. So. Also es sind wirklich immer viele, viele Sticker drin.
und Uppsala. So, also Hamster sind es, ne? Hamster. Da. Papiersticker. Hamster. Viele verschiedene. Ich weiß nicht, es sind meistens so um die 40, 50 Sticker. Das sind einmal diese. Dann habe ich hier Panda-Bären. Na, die lasse ich jetzt auch drin. Das hole ich jetzt auch nicht raus. Dann habe ich sowas nochmal mit Katzen. Da gucken wir mal kurz rein. Die sind alle so hintereinander. Das finde ich ein bisschen schade. Da interessiert. Ach ja, die sind ja auch schön. Obwohl, das ist kein Papier. Das ist. Was ist denn das? Fühlen sich an wie Plastik. Also. Kunst oder doch Kunststoffsticker, also sehr weich, aber es kann natürlich wie so Art Folie sein, matte Folie. So, das sind diese, dann haben wir hier noch so ein, also es sind alles so Kätzchen in der Tasse. Auch der ist ja süß. Yes, mit No hatten wir doch auch schon mal einen. Ach, der ist ja putzig. Also so verschiedene Sticker. So. Auch falls an den Stickern Interesse besteht, könnt ihr gerne sagen, weil die werde ich wahrscheinlich nicht behalten. Die kommen wahrscheinlich in meinen Shop. Weiß ich aber noch nicht. Die Pandas vielleicht, aber. Und dann habe ich hier noch mal diese Mopshunde. Ich sage immer Mopshunde, weil Möpse hört sich komisch an. Aber das fühlt sich. Nee, es sind auch keine. Nee, es ist auch wie so Folie. So ein Möpschen. Und dann hier so ein. Ach, der sieht ja auch witzig aus. Ach du Schreck. Dann haben wir hier noch so ein. Oh, oh Himmel. Ach so, so rum gehört er. So. Dann haben wir hier so ein. Ups. Noch so einen schlafenden Mops. Ja, ihr seht es ja, ne? Alles so eine Mopshunde. Diese. So. Dann so Einhorn Washi-Sticker. Also die sind aus Washi. Huch. Also. Was hier passiert ist, weiß ich auch nicht, weil bei dem Händler habe ich, glaube ich, 13 Sticker oder 13 Paar Sticker bestellt, aber es sind nur die angekommen, kein anderes Paar. Also was da los ist, weiß ich auch noch nicht. Ja, muss ich mal schauen. Ja, es sind natürlich Washi-Sticker, ne? Sehr hell. Solche sind da drin. Dann zum Beispiel haben wir hier so eins oder so welche Blumen. Oh, da, was haben wir denn da noch? Sowas hier. Ja, sowas. Dann haben wir hier so Blümchen, Blätter. Ja, viele verschiedene. Hier noch so andere Blumen. Total schick. Also wunderschön auch diese Sticker. Was, wie gesagt, mit den anderen ist, habe ich keine Ahnung. Die sind gekommen, die anderen nicht. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, auch die sollen in meinen Shop. Wer Interesse hat, kann sie auch jetzt schon mal gerne melden. Ich habe zwar jetzt 2 Wochen Urlaub, aber wir haben auch noch ein bisschen was geplant. Wir wollen Tagesausflüge machen mit unserer Tochter und ja, deswegen kann das mit dem Einstellen alles auch noch ein bisschen dauern. Und deswegen, falls ihr das seht, ihr könnt mich auch gerne so anschreiben, dass ihr mir eine E-Mail schreibt. E-Mail-Adresse ist ja unten zu finden. Und ja, so was nehmen wir dann? Dann nehmen wir dieses Paket. Hier habe ich Cabochons bestellt. Ich muss ja meine Cabochons wieder auffüllen. Viele von euch haben ja schon meine Cabochons gut gekauft. Allerdings ja, will man ja nicht immer die gleichen kaufen. Also muss ich auch mal andere haben. Und hier zum Beispiel so kleine Regenbogen. Bögen. Regenbögen. Ich glaube, zwei verschiedene Motive. Nee. Komisch. Dann haben wir noch diesen.
Jetzt hole ich die einfach raus. Dann haben wir solche noch in Blau, solche in Rot. Ja, und das war's. Hier sind sie, da zu sehen. 10 Stück sind in diesen Tüten immer drin. Und ich muss sagen, AliExpress ist gar nicht mehr so günstig, wie man denkt. Viele nehmen mittlerweile Versand, dann pro Artikel. Das wird zwar mit mehreren Artikeln dann auch wieder günstiger, aber wenn man das dann umrechnet und ich muss, also wie gesagt, ich würde euch das wirklich in meinem Shop viel lieber, viel günstiger anbieten. Aber es geht teilweise einfach nicht mehr, weil mal eben so ein Paket für Cabochons 2 Euro kostet. Also ich finde das schon, oder fast 2 Euro, ich finde das schon manchmal echt teuer. Man muss schon suchen. Dann habe ich hier noch solche, ja, so Blätter mit so, ja, sieht für mich aus wie so ein Pfauenblatt. In verschiedenen Farben. Lila. Dann haben wir hier nochmal so Gelb. Also es sind verschiedene Farben. Weiß ist noch drin, Türkis, Rosa, Grün. Ist nochmal Gelb, hier ist nochmal Grün. Ja. Und auch die waren jetzt nicht besonders günstig. Also ich muss sagen, Ali hat auch seine Preise ganz schön angezogen. Und dann habe ich noch mal diese hier. Eigentlich stand da Cabochons, aber wie ihr seht, sind keine Cabochons. Nein, es sind so Pferde aus ja, Stoff. Aber es lässt sich durchaus irgendwo draufkleben. Ne? Also sie sind fest. Ja, eigentlich ganz schön. Und sie sind sehr groß. Ja, genau. Das sind dann zwei verschiedene Sorten. Einmal hier so ein Regenbogen und einmal hier diese wie so Schuppenregenrührung. Regenbogenfarbe. Ja, das sind die. Und dann habe ich nochmal wieder welche. Die sehen so ein bisschen ja aus wie die My Little Ponies. Oder auch nicht mehr, weil die sind viel, viel kleiner als die, die ich schon mal hatte. Also ich hatte mal welche, die waren so groß. Also es ist echt unglaublich. Naja. Aber sie sind trotzdem niedlich. Nichtsdestotrotz. Aber es ist halt so, auch die waren jetzt nicht besonders günstig. Und ich suche wirklich schon immer, versuche möglichst günstige Händler zu finden. Damit ich euch das natürlich auch wieder günstig anbieten kann. Ist ja klar. Das waren die Cabochons. Dann habe ich noch Cabochons für mich gekauft. Mit denen würde ich gerne Schmucksets basteln. Und zwar einmal hier mit diesem Follow Your Dream. Also finde ich auch sehr, sehr schön. Dann hier mit diesem HP für Harry Potter. Dann habe ich, fand ich sehr, sehr süß. Warum klebt das? Nee, klebt nicht. Gleis 9¾. Ist auch mega. Also für Harry Potter Fans ein Muss. Und dann habe ich noch einmal hier mit Expecto Patronum. Natürlich auch Harry Potter. Total cool. Und dann habe ich noch diese süßen Faultiere. Ja, und da werde ich immer eine Kette mit passenden Ohrringen dazu machen. Und ja, natürlich in Edelstahl. Oh. Und die werde ich dann natürlich auch das ein oder andere Mal verkaufen. Und hier haben wir noch diese süßen mit den Kopfhörern. Kann man das sehen? Nein, kann man natürlich nicht sehen. So. Weil das so blendet. Ich glaube, jetzt geht's. Ja, perfekt. Das sind die schönen Cabochons, auch hier beiseite. Dann kam eine Bestellung mit Perlen. Ich habe ein paar Perlchen bekommen. Es sind nicht viele, es sind nur 4 Pakete, aber es sind schöne Perlen. Haben wir einmal diese Perlen. Finde ich auch richtig schön. Ich glaube, das sind auch Glasperlen.
Dann habe ich hier, das sind Kunststoffperlen, die fand ich auch richtig schön in so Türkis. Ach ja. Sag mal so. Dann habe ich hier so, das ist Kunststoff. Ja, Kunststoff. So Sterne. Auch total schön. Aber auch da habe ich gedacht, sie sind ein Tickchen größer, aber es macht gar nichts. Schön sind sie trotzdem, auch wenn sie ein bisschen kleiner sind. Und dann habe ich noch hier so runde. Die sehen aus ein bisschen wie gesprenkelte Smarties, finde ich. Genau. Das ist das. Das waren die Perlen. Und jetzt sind noch angekommen Stifte und wie heißt's? Sticky Notes. Nein, doch Sticky Notes. Genau. Und auch wenn da, wie gesagt, wenn da jetzt schon Interesse besteht, meldet euch gerne, weil ja, hier das auch sehr gut ist. Völlig zerfleddert bei mir angekommen. Brauche ich nicht. Es war lieb gemeint, aber die haben sich irgendwie alle im Briefumschlag schon verklebt. Und ja, also wie gesagt, falls jemand hier jetzt schon Interesse dran hat, an den Stiften und an den Sticky Notes, auch schon mal ruhig melden, weil, ja, wie gesagt, das kann alles noch ein bisschen dauern. Und zwar habe ich da einmal hier wie so eine Art Geist, würde ich sagen. Mit so einer, da ist immer noch so ein Spitze, so ein Schutz drauf. Ja, ein Fineliner ist das. Und ich habe damit jetzt echt schon gute Erfahrungen gemacht. Die sind wirklich gut. Und das ist der. Dann haben wir hier so einen mit dem Kaktus. Ist auch so einer. Da ist nicht mal. Nee, da war nicht mal eine Spitze drauf, also nicht mal ein Schutz drauf. Dann haben wir hier so ein Flamingo. Wow, wow. Ich finde das total witzig. Hihi. Da ist wieder so ein Schutz drauf. Das finde ich immer sehr gut. Das war früher auch nicht. Das ist irgendwie jetzt. Dann habe ich hier so einen wunderschönen mit einer Meerjungfrau. Meerjungfrauenflosse. Und da kann man auch den austauschen, sehe ich gerade. Das finde ich immer richtig gut. So. Und auch so ein Stift. In rosa. Das war immer random. Da konnte man sich das leider nicht aussuchen, welche Farbe man an Stift bekommt. Aber, und dann habe ich hier dieses komische etwas. Ich würde sagen, scharf. Vielleicht. In so lachsfarben ist der Stift. Auch total schön. Oh, ich liebe diese Stifte einfach von AliExpress. Aber auch hier ist es echt nicht günstig. Also, ja, ist echt teuer geworden. Und dann hier eine Zitrone. Der ist auch süß, die Kawaii-Zitrone. Und da ist so ein, auch so eine Mine dran. Und bei dem weiß ich nicht, ob man die austauschen kann. Einen Moment. Nein. Oder hier unten. Doch. Also hier könnt ihr die Mine, wie gesagt, auch austauschen. Und ihr wisst ja, alle die, die bei mir so einen Stift kaufen, gibt es eine farbige Mine dazu in einer beliebigen Farbe. Die wähle ich wahllos aus. Ich habe so ein ganzes Päckchen voll und auf Fotos könnt ihr das auch sehen. Und dann nehme ich einfach eine Farbe raus und die gibt es dann quasi zum Stift dazu, dass ihr die Farben austauschen könnt. So, dann noch einmal diese wunderschönen Sticky Notes. Und ich sage wunderschön, weil sie sind wirklich schön. Sie sind wirklich, wirklich schön. Aber man kann ja nicht alles selbst behalten, nicht wahr? Und zwar haben wir da einmal diese wunderschönen Blüten. Ich glaube, es sind Kirschblüten. Ich weiß es aber nicht genau, aber ich denke schon. Das sind diese. Dann dieser wunderschöne Block. Verkehrt rum, so rum. Dann haben wir hier diesen Blumenkranz. Dann haben wir noch einen Blumenkranz. Wer hätte es gedacht? Aber einfach so schön. Ich finde die einfach so super schön. Dann noch diese.
diesen wunderschönen Block. Dann einmal die Blätter und es drauf sind immer so, ja, weiß ich nicht, wie viel das sind, wie viele Blätter, aber ihr seht ja, wie dick das ist und das ist ja überall ungefähr genauso dick, ne? Dann noch so ein Block, der ist auch wunderschön. Finde ich auch total schön und ja, seht ihr ja, wie dick, ne? So, und zu guter Letzt noch diesen Block und der ist auch richtig schön. Genau. Sind diese Blöcke, dieser Block. Ja, also wie gesagt, es ist mal was angekommen. Eine ganze Menge, wie ihr sehen könnt. Ich bin begeistert. Und ja, wer es noch nicht gesehen hat, meine Kooperation mit BBCraft, schaut gerne mal rein. Hat euch jetzt von diesen Sachen hier irgendwas interessiert, schreibt mich gerne an, weil, wie gesagt, das mit meinem Shop wird noch einen Moment dauern. Aufgrund Urlaubs und ja, Ausflugssituation und ja, trotzdem freue ich mich aufs nächste Video und bleibt bis dahin alle fit und gesund und bis dann. Tschüss!